Egal, was mal war, egal, was auch noch passieren wird, das alles zählt heute nicht in diesem Spiel. Es geht darum, sich eine richtig gute Ausgangsposition zu erwirtschaften für das weitere Turnier. Das heißt, es wird auch auf die entscheidende Taktik ankommen, auf den entscheidenden Matchplan. Wie der aussieht bei beiden Mannschaften, das werden wir gleich erleben. Ist das ein Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. Das Spiel ist angepfiffen. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Da guckt er ganz genau. Die erste richtige Chance für sie. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Es geht über links. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Neymar, ein hochinteressanter Ball. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Und die Kontergelegenheit. Gut gesehen, guter Laufweg. Spielverlagerung auf die linke Seite. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst... Was für ein dicker Klotz! Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Zum richtigen Zeitpunkt, zur Stelle. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen, da muss einfach mehr bei rumkommen. Er hält drauf! Also da kommt nicht jeder ran. Dafür werden sie ihm natürlich auf die Schulter klopfen, aber sie hätten ihm natürlich vorher auch ein bisschen mehr helfen können. Das Team holt sich die erste Ecke des Spiels. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Gegenpressing funktioniert sofort. Er zieht ab! Ganz knapp am Tor vorbei. Eigentlich ein guter Versuch, aber er weiß natürlich ganz genau, entscheidend ist auf der Anzeigetafel. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Und vorbei! Neymar. Abschlusstor für Bahia! So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Absolut beeindruckend. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen, aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Camisa 18, Neymar! Neymar! Sie schreiben das erste Kapitel in diesem Spiel. So haben Sie sich das vorgestellt. Sie liegen vorne im eigenen Stadion und jetzt müssen Sie mit der Unterstützung des Publikums das Ganze, wenn es geht, genauso weiterspielen. Und der Konter läuft. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Jetzt ist was möglich. Macht er den? Rodrigo Eli. Er kennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Er hält drauf. Irre ist
ist der reaktionsschnell. Großartig vom Keeper. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Bahia mit einer guten Kontergelegenheit. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Der Torhüter haut ihn weit raus. Gutes Auge, guter Pass. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Nicht optimal, der Abschluss. Einen Freistoß aus dieser Entfernung zu verwandeln, das ist im Grunde unmöglich. Hier ist Neymar. Tolles Gegenpressing. Es geht über die rechte Seite. Jetzt ist Übersicht gefragt. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Da ist die Stehen, lässt er sich nicht entgehen. Ausgleich für Gremio. Das war clever. Perfekter Ball und im richtigen Moment in den Raum gegangen. Da haben sie die Abseitsfalle schön ausgehebelt. Das ist jetzt gleich wieder ein ganz anderes Fußballspiel. Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Es kommt am Ende drauf an, wer mehr an sich glaubt. Charakterfrage. Neymar, da kommt der Pass in die Gasse. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich abseits. Absolut kein Vorbeikommen. Ganz weit nach vorn geschlagen. Raus auf die linke Bahn. Ja, das muss man schon abpfeifen. Er versucht, ihn reinzuspielen, aber das war nicht gut abgestimmt. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Ab auf die linke Seite. Und die Bahn ist frei. Sehr aufmerksam. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Einfach mal nach vorne gedroschen. Neymar mit der Torchance. Sucht den Abschluss. Tor für Bahia. Und sie liegen wieder vorn. Das ist die hohe Fußballkunst. Ein schöner Heber über den Keeper. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Die Zuschauer haben bezahlt und sie bekommen eine Menge geboten für ihr Geld. Tore, spektakuläre Szenen,
und vielleicht das Gleiche nochmal in Halbzeit 2. Bahia geht mit einer knappen Führung in die Kabine. Hier ist noch alles möglich in diesem Spiel. Durchgang 2 ist schon im Gange. Perfekt antizipiert. Und er macht sich den... Er versucht... Da wackelt das Netz! Sehr viel besser kann man in eine zweite Hälfte nicht starten. Einfach und haltbar. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Damit ist alles wieder offen. Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Sie lassen den Ball. Neymar. Da ist der dritte Ball. Überragend von Neymar. Vielleicht ist genau das der Unterschied. Der eine oder andere in Gedanken noch in der Kabine. Er ist hellwach und dafür wird er hier belohnt mit dem Führungstreffer. Unwiderstehlich, perfekte Schusshaltung. Jetzt! Der sitzt! Und schon wieder Ausgleich, das geht hier rucki zucki. Nach dem Rückstand waren sie einfach zielgerichteter, engagierter. Und das, was wir hier sehen, das ist der verdiente Lohn. Ein Komplettpaket, leichtfüßig, zielstrebig und eine ordentliche Chance. Der Pass kam genau richtig. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Gut, jetzt müssen Sie den Raum nutzen. Ein guter Ball und das könnte was werden. Da haben Sie am Treffer geschnuppert. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Okay, das sieht vielversprechend aus. Neymar mit der Torchance. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Und der Pass. Der Assistent lässt die Fahne unten. Der Ball wird länger und länger. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Fantastisch, was der mit dem Ball kann. Ganz wichtige Aktion war das. Und das war auch notwendig. Eckball Nummer 4. Der Gegner hat noch keine Ecke getreten. Gewaltiger Satz! Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Neymar kommt zum Abschluss, macht das Ding nicht rein. Auf ein neues. In die Gasse. Die Tür ist sperrangelweit offen. Er bringt die Tor für Gremio. Sie sind wieder Abdrücker. Das haben sie sich verdient. Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm. Ein super Solist. Das ist wirklich herausragend, wie er hier einfach losstürmt, die Gegenspieler stehen lässt und dann noch eiskalt abschließt. So, jetzt wird wohl gewechselt. Da wird die Verteidigung vor große Aufgaben gestellt, wenn so ein Sprinter auf der anderen Seite steht. Vor allem, wenn er gern in den Rücken der Abwehr läuft.
Das ist die Führung. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Da kommt er und Tor! Was ist hier los? Alles wieder ausgeglichen. Das war verdient, aber aus Sicht ihrer Kontrahenten natürlich völlig unnötig. Sie haben es einfach versäumt, den Deckel drauf zu machen. Da reicht dann plötzlich eine Aktion und du stehst wieder am Anfang. Typischer Verlauf. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. So lange hat das nicht gedauert. Eben saß er noch auf der Bank. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. So, und wieder alles auf Gleichstand. Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Es kommt am Ende drauf an, wer mehr an sich glaubt. Charakterfrage. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Da ist die Tor für Bahia! Also den Ball, den wird er heute mit nach Hause nehmen. Kurz, prägnant und mit chirurgischer Präzision. Und das innerhalb weniger... Und die Chance! Und das wäre fast der Ausgleich gewesen. Klasse Aktion, auch wenn der Ball nicht drin ist. Die Moral stimmt, sie wollen den Ausgleich. Gut dazwischen gegangen, genau das war nötig. Hier ist Neymar. Er packt einen aus. Das war eine gute Chance, die Führung auszubauen. Ganz stark, absolute Klasse. Der Mann zwischen den Pfosten hält sein Team im Spiel. Neymar. Erstmal Entlastung, erstmal. Den Ballverlust sofort ausgebügelt. Gutes Auge, guter Pass. Ein hochinteressanter Ball. Er könnte zum Tor ziehen. Hier ist die Gelegenheit. Wunderbare Aktion. Jetzt wird es langsam eng. Wer weiß, ob sie diese Gelegenheit zum Ausgleich noch mal bekommen in der kurzen Restspielzeit. Das Tor! Zwei Toren vorn. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Perfekte Kopfballtechnik. Sie haben in dieser Situation warum auch immer die Lust. Und der Abflug. Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Und das in der Nachspielzeit. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Einen mit seinen Qualitäten darf man so nicht freistehen lassen. Wenn der Pass dann so stark kommt wie in dieser Situation, dann ist der Rest vorprogrammiert. Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Es gibt Freistoß für Grêmio Porto Alegre. Das muss eine gelbe Karte geben. Sie haben den Sieg vor Augen, sie können sich eigentlich nur noch selbst ausbremsen und dann begeht er so ein unnötiges Foul. Ich verstehe es nicht. Den hat er gespürt, gesehen. Einfach weg mit dem Ding. Hier ist Neymar. Es geht über links. Das ist mal eine Ballkontrolle. Er zieht auf. Klasse Aktion vom Keeper. Und er muss. Da ertönt der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Sie haben es gepackt und das Entscheidungsspiel für sich entschieden. Jetzt fällt der ganze Druck ab. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Respekt vor dieser Leistung. Das gibt ihrem Selbstvertrauen. Mit Sicherheit einen ordentlichen Schub. Wenn so viel auf dem Spiel steht, dann kannst du ja auch mal ganz, ganz schnell ins Grübeln kommen. Aber sie haben hier relativ schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Bevor wir gleich nach Hause gehen, möchte ich mich noch bei Hansi Küpper für seine treffenden Analysen heute Abend bedanken. Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht.